Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Lookfantastic hat mal wieder eine Limited Edition rausgehauen und zwar habe ich jetzt hier die Christophe Robin Limited Edition. Das ist so eine richtige Rapunzel-LE, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hier reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Christophe Robin ist eine Haarpflegemarke. Ich persönlich kenne davon zum Beispiel dieses Kopfhautpeeling, was unglaublich gut ist. Und da sich die Box so schwer anfühlt, gehe ich davon aus, dass wir da vielleicht auch sowas drin finden dürfen. Wir haben hier Produkte im Wert von über 203 Euro und die Box kostet regulär 60 Euro. Und wenn ihr den Code CLAUDIWELT verwendet, bekommt ihr hierauf 5 Euro Rabatt. Das ist auch immer der maximal mögliche Rabatt, den man so bei Lookfantastic auf die Produkte so bekommen kann. Und der Code gilt übrigens auch auf viele, viele andere Sachen dort im Shop. Also gebt das gerne im Warenkorb ein. Der Code ist nur für euch. Solltet ihr Bock auf die Box haben und mich supporten wollen, dann bestellt ihr super gerne über den Link in der Infobox. Der ist nämlich affiliated, das heißt, ich bekomme dadurch eine kleine Provision. Ihr habt dadurch aber keinen höheren Preis oder so. Das ist einfach nur, dass Lookfantastic weiß, dass ihr von mir kommt. So, hier habe ich jetzt den Brocken von Box. Das ist echt super schwer. Und Lookfantastic hat das jetzt so gemacht bei den Limited Editions, dass die jetzt halt immer nur diese Schuber drüber haben, aber immer diese einheitliche Box, was ich sehr, sehr nice finde, weil das halt auch sehr sehr einheitlich und sehr schlicht ist. Theoretisch, wenn man Bock auf Basteln hat, kann man sich das Ganze auch noch bunt gestalten, ne? Also gar kein Problem. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist, dass ich die einfach nicht gut aufkriege. Die sind so gut verschlossen immer. Das ist halt, weil die so eine matte Oberfläche haben. Dann rutscht das nicht so gut, ne? Jo, wow. Okay, also, wow. Hier haben wir, ich glaube, fast ausschließlich original große Produkte. Krass, wenn man bedenkt, das ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, dass man die halt quasi für 55 Euro bekommt. Okay, ich starte mit dem ersten. Das habe ich auch schon in genau dieser Größe und in diversen kleinen Größen schon leer gemacht. Das ist das Cleansing Purifying Scrub mit Meersalz. Und das ist so ein Soothing Detox Treatment Shampoo, 250 Milliliter. Also ich würde es jetzt nicht solo als Shampoo empfehlen, sondern dass ihr im Prinzip vorher Shampoo verwendet, um eure Haare schon mal grob zu waschen. Dann verwendet ihr dieses großartige Kopfhautpeeling, wo ihr aber nur eine super kleine Menge von braucht. Ne? Das schäumt auch richtig krass auf der Kopfhaut, also das ist unglaublich. Und dann runterwaschen und danach verwende ich halt noch ein Shampoo. Also das ist dann zweimal Shampoonieren, einmal Peeling zwischendrin, weil ansonsten ist mir das tatsächlich zu krass. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde es aber wundervoll und ich freue mich so sehr darüber, dass ich das wieder hier habe. Ist halt passend für mich, ne? Denn bald startet die Adventskalenderzeit und sagte sie jetzt tatsächlich schon, während sie im Juni dreht, ne? Und ja, da brauche ich das halt, ne? Meine Kopfhaut ist dann super irritiert, gerade hier hinten, weil ich ständig Mütze trage und das Milieu auf meinem Kopf, das braucht. Genau. Noch so ein Brocken haben wir hier drin. Und das hier ist eine Purifying Mask. Okay, mit Thermalschlamm. Matt ist Schlamm oder Lehm, ne? Anti-Pollution Pre-Wash Detox Treatment. Ach, guck mal, das kannst du dann machen, bevor du das Peeling vielleicht verwendest, oder? 250 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ich finde auch, dass diese Produkte von Christophe Robin immer richtig gut riechen. Also mag ich sehr, 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 sehr gerne. Was steht denn hier? Achso, 3 Minuten lässt du es halt auch tatsächlich drauf. Klar, ist eine Maske, ne? Macht definitiv Sinn. Hier sind Niacinamide sogar mit drin. Ah, interessant. Ach, hier ist es auch auf Englisch. Das andere war gerade auf Französisch. Ja. Ach, guck mal, du kannst es sogar... Warte mal, du lässt das für 3 Minuten, bevor du es halt komplett auswäschst. Und wenn du es halt noch intensiver haben lässt, dann machst du es wirklich 15 Minuten in die Haare rein. Das ist natürlich abgefahren. Kannst du machen, wenn du in der Wanne liegst oder so, ne? Sehr spannendes Produkt, muss ich sagen. Oh, oh. Oh, das riecht halt wie... Keine Ahnung, als würde man in einem Schwimmbad auf einen Friseur treffen, der dort irgendwie so einen Laden hat. Keine Ahnung, so riecht das. Das ist halt generell Christophe Robin, ne? Okay, Wahnsinn. Hier haben wir natürlich auch noch so den QR-Code zum Scannen, damit man halt die Produkte sich auch nochmal genauer anschauen kann. Hier habe ich ein Purifying Conditioner Gelee mit Meeresmineralien und das soll die Kopfhaut beruhigen und die... Oh, das machst du dir auf Kopfhaut und komplett in die Spitzen rein, okay. Und soll die Spitzen mit Feuchtigkeit versorgen. 200 Milliliter. Ich glaube, darüber freuen sich viele, weil das hört sich doch schon mal richtig, richtig gut an. Das riecht alles so fantastisch, ne? Ich freue mich da mega drüber. Also ich habe jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, dass
tatsächlich auch etwas hochpreisigere Haarpflege. Da habe ich jetzt aktuell zum Beispiel das von Y, auch von Look Fantastic, ne, in Anwendung. Das ist einfach, meine Haare mögen das einfach viel, viel lieber. Ansonsten fetten die zu schnell nach oder sehen halt nicht so shiny piny aus und so, ne. Das ist halt einfach so. Und ja, ich freue mich darüber. Die ganze Box ist einfach für mich tatsächlich so eine kleine, oh mein Gott, ich freue mich voll Box. Und ich finde auch so Haarpflege ist doch auch zurzeit mega in. Dementsprechend macht es Sinn, da auch eine komplette Haarpflegebox anzubieten. Ne? Hier haben wir dann leider in einer kleinen Größe das Shampoo, das Purifying Shampoo mit Thermal Matt auch wieder, also Lehm oder Schlamm. Rebalance Detoxified Scalp. Okay, also auch für die Kopfhaut and moisturized ends. Also das sollst du dir auch wirklich von oben bis unten auftragen. 75 Milliliter sind hier drin. Gut, es ist halt eine gute Größe zum Verreisen. Das ist jetzt nichts, was man, ne, also wo man lange braucht, um das leer zu kriegen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ey, du hast hier eine krasse, geile Haarpflegeroutine. Und ich feiere das immer vor allem dann so doll, wenn ich halt nicht unbedingt auch so Haarstyling oder so drin habe, weil das verwende ich halt nicht so intensiv, ne. Deswegen Haarpflege fahre ich gerade voll drauf ab. Noch eine Maske habe ich hier drin. Okay, das hier ist die Hydrating Melting Maske und das war die Purifying. Okay, das klärt und das spendet Feuchtigkeit. Mit Aloe Vera haben wir das. Das kann vielleicht ganz gut sein, wenn man sich die Kopfhaut verbrannt hat. Also wenn man da so einen Sonnenbrand hatte, hatte ich letztens, war blöd. Hydrated Hair, Shiny and Plumped Links. Ja, das hätte ich wirklich gebraucht, 75 Milliliter. Weil ich hatte letztens nämlich, also nachdem, habe ich euch auch den Vlog hochgeladen, ne, nachdem ich mit meinen Mädels auf dem 90er Festival war, echt... Ich habe vergessen, Hut aufzusetzen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass tatsächlich alles so warm wird. Und da habe ich nämlich auch da gesessen und gesagt, Mensch, was mache ich denn? Dann hatte ich mir halt auch so ein Panthenol-Gedönsen auf die Kopfhaut dann immer eingerieben. Aber ich glaube, das hier hätte der Kopfhaut noch ein bisschen schneller und schöner geholfen. Also sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich freue mich, denn ich habe hier noch einen. Das ist tatsächlich so ein... Ach, wie oft sagst du tatsächlich? Heute ist es echt so mein Wort, ne? Das ist so ein Zwischending quasi zwischen Pflege und, ich sag mal, Styling. Weil das hier ist ein Hydrating Leave-In Cream Produkt. Also quasi etwas, was man dann nach der Haarwäsche verwendet, um es halt reinzumachen. Das heißt jetzt nicht von dem, es ist ein Styling-Produkt, sondern von der Aufwendigkeit und wie Leute es verwenden her Produkt. Oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Weil nicht jeder verwendet so ein Leave-In. Ich jedes Mal. Ich liebe Leave-In, weil das halt meinen Haaren auch viel hilft. Hydrating Leave-In Cream mit Aloe Vera auch wieder. Also das ist hier dann auch aus dieser grünen Reihe. Das andere war aus dieser blauen Reihe. Okay. Deeply Hydrated and Plumped Length. Also die Längen sind dann unglaublich gut mit Feuchtigkeit versorgt und aufgeplumpt. Keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Aber gut, 150 Milliliter haben wir hier drin. Und ich finde es super. Ich finde es super. Das soll halt bei Spliss oder gegen, also Spliss vorbeugen quasi, ne? Also eine richtig tolle Box. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde Look Fantastic und ihre Limited Editions einfach der Knaller schlechthin. Ich glaube, es gibt keine Firma, also generell so, ne? Wo man so absolut coole Limited Editions findet, wie man das bei Look Fantastic halt macht. Also jedes Mal, wenn ich da so eine Box auspacke, ist es für mich so ein Highlight, dass ich einfach denke, das können die doch nicht echt gemacht haben, dass die hier einfach den vierfachen Warenwert in die Box reinpacken. Ne? Dann hat sich Look Fantastic wahrscheinlich einfach mit Christophe Robin zusammengesetzt und die haben gesprochen und dann hat Christophe Robin gesagt, alles klar, machen wir die Leute mal glücklich und hauen raus. Ne? So funktioniert das nämlich und ich finde das einfach abgefahren. Leute, freut ihr euch genauso wie ich, dann schreibt mir, na, ihr könnt generell einfach mal eure Meinung zu der Box in die Kommentare reinschreiben. Und vielleicht, was für eine Limited Edition von Look Fantastic ihr euch wünschen würdet. Das kann ich ja vielleicht mal meiner Ansprechpartnerin weitergeben. Hm? Und ja, denkt dran, wenn ihr die bestellen möchtet. Der Link ist in der Infobox. Claudi Welt gibt nochmal 5 Euro Rabatt da drauf. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.